Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Baba is You. Wir sind in der zweiten Map-Dings hier drin und haben jetzt hier tolle orangene Level, die wahrscheinlich ein bisschen schwerer sein werden als die grünen Level hier. Wir haben auch noch zwei extra Level, aber na gut, das eine können wir uns nochmal angucken, weil wir hier zwei Brücken gebaut haben und das auch Bridges heißt. Schauen wir uns das zweite extra Level mal an, aber der Erfahrung nach sind die extra Level... Scheiße. Sind die sehr scheiße. So, Rock is Float und Texas Float. Alles ist am Floaten. Ja, jetzt schon kein Plan, Leute. Wenn alles... Ah, der Texas ist auch am Floaten. Jetzt können wir machen... Ja, das ist ja super einfach. Jetzt haben wir aber auch wieder nur einen Stein hier zur Verfügung. Der obere Stein, wer sich an die letzte Folge erinnert, der war bei Bridges mit dem Fragezeichen. Da war der zumindest frei. Also mit dem kann man dann was machen. Ich vermute, wir müssen mit... den ersten Stein zumindest irgendwie Rock is Win machen, also das da irgendwie rüberschieben oder Rock, ja, Rock is Win oder Rock is Flag, von mir aus beides. Wir sterben, wenn wir reinlaufen, okay. Erstmal prüfen, nicht, dass das wieder so einfach ist wie in der letzten Folge. Okay, wir können die Steine aber nur so lange pushen, wie das hier auch so funktioniert. Okay, also wir können dieses Rock is Push woanders hinlegen und jetzt können wir mit dem Rock den Scheiß darüber pushen. Ob uns das was bringt, fragt ihr. Ich glaube nicht, aber es geht. Ach man, die Sache ist, wenn wir das jetzt noch einen höher machen, dann können wir es ja nicht mehr pushen. You know what I mean? Obwohl. Rock is Push. What if we do something like... Ich habe gerade überlegt, ob wir hier unten jetzt dieses Rock is Push... Irgendwie will ich das die ganze Zeit machen, das ist doch nicht... Das kann doch nicht sein, dass das hier einfach so ist, dass das hier frei ist mit diesem Is. Ich will Rock is Push haben! Okay, wir brauchen auf jeden Fall Rock is Win. Rock is Win. Jetzt kann ich aber mit den... Genau, ich kann jetzt mit den Steinen nichts mehr machen. Kann das darüber schieben. Wenn wir das Push nehmen... Gib mir nochmal das Push. La 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 la. Okay, wir nochmal zurücksetzen. Wir brauchen das Push. Wir packen das Push nicht an die rechte Seite, sondern wir machen das irgendwie so, einmal rüber. Dann haben wir dieses Rock Is. Und das schieben wir jetzt einfach rüber. Hä, das ist es schon, oder? Rock Is Win. Ja. Na, hä? Nein, es war... Ja. Warum ist der am Floating sein? Black is Win und Rock ist auch Win. Aber der fucking Rock ist am Floatening. Nein, ich dachte, ich hab's. Hä, das ist doch super kacke. Okay, wir müssen dasselbe machen. Ah, der ist am Floatening, deswegen können wir unter ihn durchlaufen. Okay, aber das ist schon die Lösung. Nur müssen wir das Rock ist halt noch weiter oben ansetzen. Und zwar bei Flag. Wir müssen die Steine nämlich zur Flagge machen. So, Rock is Flag. Weil die fucking Röcke, die Steine am Rumfliegen sind, können wir unter denen durchlaufen. Okay, war ja gar nicht so schwer. Das ging voll klar. Also diese Bridges-Level waren okay. Jetzt habe ich Angst vor diesen roten Leveln. Deswegen machen wir die auch nicht, Leute. Wir machen das extra Level 1. Boiling River. Heißt das heißes Gewässer? Okay, wir sind am Rumfloaten, deswegen können wir darüber. Water is water. Okay, danke, Spiel. Wusste ich noch gar nicht. Water is hot. Baba is melt. Baba is melt. Das heißt, sobald wir nicht mehr am Floaten sind, sterben wir auch. Aber wir können doch bestimmt... Water is water. Water and float geht nicht, oder? Ich glaube nicht. Mit Baba können wir auch nichts verändern. Den können wir halt nicht nach links oder rechts schieben, weil sobald wir das machen, sind wir halt einfach tot. Wir haben auf der rechten Seite noch Skull is Defeat and Float. Das heißt, sobald wir selber nicht mehr am Floaten sind, können wir unter den Skulls durch. Aber wie kommen wir dahin? Hier können wir nichts verändern an der Ausrichtung hier. Wir haben hier ein Is, wir haben da ein Is. Wir haben ein Water. Uns fehlt ein zweites Is irgendwie. Baba is melt and float bringt halt auch nichts. Baba is melt and float.
Das ist genau dasselbe wie vorher. Baba is you. Okay, das hat doch bestimmt irgendwas mit dieser Seite hier zu tun. Skull, Defeat, Float. Float. Wenn wir es hinbekommen, dass das Wasser am Floaten ist und wir nicht mehr am Floaten sind, dann könnten wir unter das Wasser durchgehen und an den Skulls vorbeilaufen. Uff. Baba, sind wir? Water. Es wäre halt mega easy, wenn wir einfach Water as Float machen könnten. Also dieses ist hier. Müsste einfach da links hin und dann nehmen wir doch dieses Float und packen das da hin und hier das ist und dann ist alles cool. But that's not how it works. Vielleicht Water and Float? Hä? Water? Warte, können wir? Kriegen wir nicht doch irgendwie das Baba da weg? Wenn wir einfach nur Float sind? Na, sind wir tot. Können wir irgendwie das Wasser werden oder so? Ich meine, wir können Baba hier runterschieben. Baba is melt and you? Oh! Oh, Baba is melt and you! Wir sind wir, ja. Jetzt können wir sagen, Water is float. Jetzt können wir da unter durch. Ha! Nice! Hä? Aber immer so per Zufall eher. Na gut, aber es hat funktioniert. Jetzt habe ich Angst vor den roten Leveln. Victory Spring. Klingt ja schon mal gut. Ich denke, hier gibt es sehr viele Flaggen. Es gibt einfach gar keine. Okay. Baba is you, Cock is push. Was heißt denn Cock? Cock, hier, die Dinger sind auf jeden Fall Cocks. Cocks. Mit G, nicht mit CK, Leute. Nicht, was ihr denkt. Text, oh. Text is float. Da drin ist das Win. Water is sink. Das ist ja einfach. Da packen wir einfach die Dinger da rein. Und dann haben wir... Dann haben wir das Win. Text is Win muss ja einfach nur sein. God damn it. So, ja. Text is Win. Wieso? Text is Win! Hä, wieso kann ich den Text nicht bewegen? Weil Text immer auch Push ist oder was? Na gut, dann sagen wir Baba is Win. Dann machen wir das einfach auf die easy Art und Weise. Hier, Baba is Win. Dankeschön für den Win. What the hell? Ja, Area Clear. Das war ja super easy. Was kommt hier jetzt? Der Wald? Nee, doch. Mehr oder weniger. Alter, wir können zu den Griechen oder in den Laubwald gehen, aber wir machen hier natürlich weiter. Research Victory. Nee, Facility. Sind wir in einer Satisfactory oder was? Ah, okay, wir sind nicht Keke, wir sind... Baba, was ist das denn hier? Ein Blitz? Bolt, ja. Bolt ist Melt. Bolt ist Melt. Wir haben ja einen Keke rumstehen und Keke ist unser böster Feind, der tötet uns einfach. Ich fasse es nicht. Bolt ist Push und wir haben hier noch ein Is. Wir haben ja ein Is. Is Move. Was ist denn, wenn wir Bolt ist Move machen? Dann läuft der... Der Blitz rum. Ich bin schneller als der Blitz! Ja, du kriegst mich nie! Niemals! Oh shit. Okay, du hast mich. Herzlichen Glückwunsch, Blitz. Ja, ich glaube, das ist falsch. Ich vermute einfach mal, wir müssen den Blitz irgendwo hinschieben. Und der tötet Keke. Eventuell. Warte, geht das eigentlich? Oh, ich sehe gerade was. Und zwar, Skull is hot. Heißt, wenn der Bolt hier am Rummoven ist, dann sollte er den Skull nicht kaputt machen, weil Bolt es meldet. Und Skull ist hot. Das macht Sinn. Gut. What the fuck? Bolt ist meld. Ja, okay. Was bringt uns das? Also, ich meine, wir haben hier noch einen Win, mit dem wir nichts machen können. Wir können ihn hier hinschieben und dann ist er aus dem Weg. Wall ist leider stop. Hier ist noch ein Defeat. Und überall sind diese Skulls. Und Keke killt uns, weil er ein Blödmann ist. Bolt ist Move. Bolt ist Push. Bolt ist Move. Wir müssen irgendwas mit dem Blitz machen. Nee. Kann der Blitz durch
Text durch? Oh, der geht nach oben und unten auch. Ah, das wusste ich nicht. Hä, wieso? Ah, okay. Jetzt geht er von links nach rechts, aber er soll... So, so. Ich will wissen, ob er den Text moven kann. Kann er. Okay, der Bolt ist am rummoven, und zwar den Text. Okay, dann ist das doch bestimmt irgendwas mit diesem Win. Wir müssen hinbekommen, dass Bolt nicht mehr meldet ist oder irgendwie dieses Geiz da wegbekommen. Baba is You. Mich verunsichert auch, dass neben Baba is You da auf der linken Seite so ein Durchgang ist. Warte, warte. Skull ist einfach nur hot. Macht das? Skull macht überhaupt nichts mit uns. Okay, das ist gut zu wissen. Wir können durch den Skull durch. Aber wir kommen nicht an Keke vorbei. Keke, geh da weg. können wir mit dem Blitz Keke wegschubsen? Nee, das ging eben nicht, oder? Nee. Ja, also... Pff, wenn... Wir können aber sagen, dass der Skull nicht mehr hot ist. Jetzt ist der aber defeat und wir sterben sofort. Das heißt, wir müssen irgendwie mit dem Bolt arbeiten. Dann da hinten hinlaufen. Und dann muss er irgendwas verschieben. Und zwar verschiebt er einfach den Skull. Weil der Blitz geht ja durch Keke durch. Ich weiß nicht, ob der jetzt an der richtigen Stelle liegt. Nein. Ah, wir müssen vor dem Blitz... Das ist tatsächlich so ein Rennen mit dem Flash hier. Das ist ja mega cool. Das gefällt mir. Okay, das war falsch. Denn der Blitz muss in diese Richtung gucken. So. Und jetzt sagen wir, Bolt ist Move. Warte, wir packen das mal ganz nach links, damit wir genug Zeit haben. Und jetzt... Wettrennen mit dem Blitz! Ui! Oh, allzu weit. Und warten. So, Skull ist nicht mehr defeat und deswegen können wir hier das Win rausholen und sagen, Bolt ist Win, sobald er wieder da ist. Bam! Haha, ja nice. Das gefällt mir. Das war ein schönes Rätsel. Das war ein tolles Rätsel. Das gibt mir hier wieder so einen Gedächtnisorgasmus. Ohne Witz. Ein Gedagua. Oder so. Oh, was sind wir denn jetzt? Robot is You. Wir sind ein Roboter, Leute. Und wir sterben. Wir sind sogar zwei Roboter. Okay, wir müssen Barber werden, damit wir hier klarkommen. Okay, das klingt ja eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nur irgendwie hinbekommen, dass nur ein Roboter stirbt. Aber jetzt ist das Barber nicht mehr beweglich. Aber das is You ist noch beweglich. Das is You ist noch beweglich, Leute. Hier, Barber is You. Easy. Warum hat sich denn der... Wieso hat sich... Ach, der Roboter waren auch wir. Wir waren beides. Wir waren sowohl Barber als auch der Roboter. Das ist natürlich krass, Leute, dass das geht. Cool. Okay, also die Roboter kommen jetzt dazu und float und was weiß ich alles. Okay, Barber is You and open. Wir können irgendwas open. Flag ist... Flag Key, Win, Flag und überhaupt. Wir haben auch noch Cox, aber die Cox sind nicht weiter angepasst. Water ist Stop and Shut. Okay, schön. Das heißt, wenn wir nicht mehr open sind, können wir mal ausprobieren. Wenn wir nicht mehr open sind, dann können wir dagegen laufen, wie wir wollen und sterben einfach nicht. Das heißt, Key ist open, muss da rauskommen wahrscheinlich. Zack. Key ist open. Was ist das hier eigentlich? Okay, da kann man rauf. Key ist open. Aber Key ist nicht Push. Wir können jetzt... Nee. Schön, dass Key open ist. Das bringt uns gar nichts. Aber wir können der Key werden. Jetzt sind wir der Key, Leute. Und... Jetzt können wir das hier... Wieso? Achso, Key ist nicht open. Sondern Baba ist open. Kann man Baba pushen? Nee. Baba ist kein Push. Was bringt mir das, ein Key zu sein? Bringt mir das irgendwas in dieser Welt? Wenn... Key ist You? Aber wenn Key open ist, dann können wir uns wieder nur selber umbringen.
wenn wir das Open jetzt da unten hinpacken würden. Baba. 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 Hallo Baba. Baba. Baba open. Baba open Flag. Flag ist Baba. Baba ist Flag? Flag ist Baba, das klingt eigentlich ganz gut. Flag ist Baba. Dann haben wir zwei Babas. Dammit. Okay, wir müssen von der anderen Seite reinkommen. Lalalala, einmal rumlaufen. Immer schön den weiten Weg laufen. So, jetzt haben wir zwei Babas. Jetzt können wir zu Baba werden. Baba muss aber auch wieder open sein. Und dann kann ein Baba das Win-Ding aufmachen. Ich hoffe, das. Wo wollen wir das jetzt machen? Am besten wäre das einfach hier oben, oder? So. Dann holen wir das Win da raus. Und sagen, Key is Win. Jetzt müssen wir hier nochmal zweimal rumlaufen. Geil. Key is Win. Los, lass mich zum Key. Geil, I like. Wir kommen gut voran, würde ich sagen. Ja, Level 9. Catch the Thief. Okay, fang den Dieb. Okay, Baba is you. Robot is move. Der Roboter bewegt sich. Hallo, Robot. Bastard. Aber wir können ihn noch weiter bewegen. Selbst wenn wir tot sind. Okay, dieser blöde Roboter tötet uns. Nein, das darfst du nicht. Lass das. Okay, das funktioniert. Du Blödmann-Roboter. So, ich bring dich jetzt um. Blödkopf, darfst nicht moven. Okay, sehr schön. Wir haben hier links ein Win. Wir haben Skull is Defeat. Wir können das hier reinpacken und sterben dann aber. Okay. Wir haben also einen Roboter. Wir haben Skull is Defeat. Pile is Stop. Das hier sind Piles? Okay. Mit dem Roboter können wir nichts machen. Also wir können ihn nicht schieben oder so. Wir können der Roboter werden. Schön. Und wir können sagen, Baba is move. Dann bewegt sich gleich Baba, so wie der Roboter. Dann haben wir einmal Rollen getauscht. Ja, wir sind ein Seelen... Seelenmagier. Ach nein, ich hab nie aufgepasst. So ein Bastard. Das passt genau von den Schritten her, deswegen denke ich mal, das ist richtig. Du scheiß Drecksroboter. Ja, nur weil deine Füße hier ein Herz ergeben, denkst du, bist ganz lieber, hä? Bist du aber nicht. Du bist voll doof, du Dude. Okay, wir müssen irgendwas mit dem Roboter machen. Hör mal auf zu moven. Nur was? Nur was? Baba is you? Baba is move? Was passiert dann? Okay, dann bewegen wir uns anscheinend zwei Tiles. Können wir jetzt hier durch? Wenn wir das cool angehen? Hä? Ja toll, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Mann! Ich raff's nicht. Okay. Wenn wir hier stehen würden, versteht ihr, was ich meine? Und dann zwei Schritte nach links machen, dann sind wir trotzdem tot. Aber wenn wir hier stehen würden und zwei Sprünge machen würden, dann würden wir hinter dem Win sein. Aber das geht nicht, weil hier ein Pile ist. Aber wenn wir hier stehen würden, bringt auch nichts. Dann würden wir auf den Win landen. Okay, Roboter ist... Wait, what? Ach, der Roboter läuft da wieder rein. Moment, Roboter, stopp. Bleibt da drin. Jetzt werden wir zum Roboter... Und holen das Win. Aber wir kommen hier nicht mehr raus. Hä? Okay, ich glaube, wir müssen machen, dass der Roboter... Also das war schon mal richtig, dass wir da, glaube ich, reingehen. Aber wir müssen dazu noch machen, dass Baba dann am rummoven ist. So, warte. Der Roboter soll jetzt erstmal da reingehen. So, der ist schon mal safe da drin. Wir werden gleich zum Roboter. Aber während wir der Roboter sind, muss Baba noch moven.
Aber so läuft nur der Roboter weiter. Ah doch, so soll das funktionieren, oder? Robo, Robot ist you, Baba ist move. Dann tötet er uns sofort. Robot? Nein, wir müssen ja der Roboter sein. Hä, das geht alles nicht. Wenn wir der Roboter sind... Okay, warte, ich glaube, wir brauchen den Roboter doch nochmal draußen. So. Jetzt sind wir der Roboter. Jetzt setzen wir das Baba dahin. Und sagen, Baba ist... Move. Dann sterben wir aber auch wieder. Dann sind wir wieder Baba. What? Aber irgendwie so ist das doch, oder? Baba ist Robot. Baba ist Robot? Wir können zwei Roboter werden, Leute. Baba. Robot. Baba. Move. Ne? Robot ist Move. Wir waren doch schon drin, das muss doch richtig sein. Robot. Ist Move, dann killt er uns nur wieder. Hör auf, mich zu töten. What the hell? Was willst du von mir, du komischer Roboter? Der läuft da irgendwann rein. So, der ist dann da drin. Ich verstehe aber, was ich machen will, oder? Wir müssen ja irgendwie, während wir da drin sind mit dem Roboter und der das Wing hier nach oben pusht, müssen wir irgendwie wieder zu Baba werden. Und das geht ja nur, wenn der Roboter oder Baba, ist ja egal wer, der draußen steht, hier irgendwas moved. Vielleicht ist der erste Move doch schon falsch. Vielleicht... Wenn wir vielleicht... Nee. Dass man das irgendwie von unten schieben kann oder so. Wir können das auch nicht so lassen, dass wir es nochmal von unten schieben können. Weil wenn ich jetzt wieder weggehe, dann schiebt er ja das Baba weg. Also das ist das Einzige, was man machen kann. Das ist auf jeden Fall der erste Move. Apropos Move. Der Roboter soll aufhören zu moven. Wenn der Roboter am Moven ist... Wieso stirbt der Roboter eigentlich nicht, wenn er durchläuft? Guck mal, wenn ich jetzt hier warte, der kann da durchlaufen. Aber wenn ich der Roboter bin, dann kann ich da nicht mehr durchlaufen. Voll die Verarsche hier! Baba ist Robot. Ist you. Nee, Baba ist you. Aber es gibt zwei Roboter, ist auch schön. Wie, Robot ist Baba. Oh! Robot ist Baba. Ja, easy. It's so easy. Oh my goodness. Sorry, Baba Nummer 2. Ich bin der echte Baba. Es kann nur ein Baba geben. Und jetzt sagen wir, Baba ist win. Oh, es ist so einfach. LOL. Und ich sag die ganze Zeit noch. Na gut. Oh nö. Wie viele Level haben wir geschafft? 4? Nee, warte. 5 auf jeden Fall. 6, 7, glaube ich. Ganz okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch eins machen will, weil die Folge jetzt schon 23 Minuten ist. Und möglich, dass sie dann eine halbe Stunde lang wird. Na gut. Wir gucken noch in Level 10 rein. Wireless Connection. WLAN auch genannt. Okay, wir haben wieder beides, sowohl Baba als auch den Roboter. Nichts bewegt sich, das finde ich gut. So, was haben wir? Pipe ist Stop. Schön. Baba ist You, habe ich gemerkt. Flag ist Flag, sehr schön für die Flagge. Cock ist Stop. Guck mal, das Cock bewegt sich, wenn man sich bewegt. Sonst nicht. Das finde ich schön. Also die Zeit geht auch nur weiter, wenn wir uns bewegen. Robot ist Push. Oh, okay, wir können den Roboter pushen. Was ist denn, wenn wir den in die Grütze hier reinpushen? Ach, der überlebt das wieder, ne? Aber ich nicht, ist klar. Okay, wir haben noch einen End. Und wir haben noch einen Move. Also wir können sagen, dass der Roboter moven soll. Was ist, wenn man sagt, dass der Cock moven soll? Okay, das funktioniert auch. Schön. Was ist denn überhaupt das Ziel? Wir haben da rechts Fleck, Rock und Win. Win. Okay, also wir müssen die Flagge auf jeden Fall... Wieso denn Rock? Es gibt doch gar keine Röcke. Also wir müssen auf jeden Fall die Flagge zum Win machen, glaube ich.
oder so. Die Sache ist, können wir irgendwie das Ist darüber schubsen? Sollte gehen, oder? Also wir haben da drüben ja einen Win. Wir müssen einfach nur sagen. Achso, warte mal. Läuft der Roboter jetzt zur Seite, weil wir ihn so seitlich hingepackt haben? Ja, okay. Oh, Roboter, komm zurück! Das heißt, wenn wir ihn... Wir legen ihn hier so hin. Ja, irgendwie so. Und dann sagen wir, Cock-Stop brauchen wir halt gar nicht. Wir nutzen nur das Is von Cock-Stop. Das kommt dazwischen. Das ist ja auch so eine gute Ablage. So, der schiebt das jetzt dazwischen, weil den macht ja das Wasser nichts aus. Okay, ich hatte gerade Bedenken, ob den Text das ausmacht, dieses Wasser, aber anscheinend nicht. Dammit. Okay, warte, dann müssen wir das nochmal anders machen. Wir müssen auf jeden Fall noch einen rüberschicken. Was ist denn, wenn wir sagen, Cock is push? Und dann schicken wir das Cock-Ding mit rüber. Und der Robot ist move. So, jetzt geht der Roboter darüber, schickt das mit den Cock rüber. So, Rock is win. Schön, Roboter kommt wieder zurück. Roboter ist wieder hier. Okay. So weit, so gut. Wie kriegen wir jetzt hin, dass die Flagge da nach unten geschoben wird? Wir haben leider keinen Stein. Hätten wir einen Stein, dann wäre das jetzt schon gewonnen. Fleck. Das Rock ist halt auch noch im Weg. Wir können leider nicht beeinflussen, wie der Roboter sich bewegt. Es sei denn, wir schubsen ihn selber hier rum. Aber wir haben nicht mehr das Push. Eventuell brauchen wir das Push noch. Robot? Fleck? Fleck is Rock is Win! Das ist es doch! Fleck is Rock is Win! Leute, ich hab's. Moment, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Wir müssen erstmal den Dude hier nach oben. So. Der schiebt irgendwas rüber. Und zwar brauchen wir... Das Push müssen wir behalten. Das ist für später wichtig. Robot ist müssen wir auch behalten. So, Cock... Nee, Cock muss jetzt erstmal Push sein. Damit wir den Cock... in die richtige Position bringen. So, oh mein Gott. Mein Hirn ist voll am Arbeiten gerade. So. Dann schiebt er das da rüber. So, aber das Push brauchen wir. Moment. Das heißt, das Push brauchen wir, das heißt, das Stop kommt da rein. Das Push behalten wir, weil wir müssen später noch den Roboter woanders hin moven. So, jetzt schiebt er das erstmal darüber. Hä? Ah, Kack ist Stop. Okay, dann muss halt das End da rein. Jetzt ist... Wieso... Weil Cock jetzt gar nichts mehr ist, wird das nicht mehr mitgeschoben. Oh Mann, wieso funktioniert das alles nicht? Pack das Move da weg. Danke. Fucking Cock ist Stop. Aber ich brauche meinen Move für später noch. Und mein Push auch. Ich brauche alles. Okay. Was ist, wenn wir erst... Können wir jetzt das Cock bewegen? Nee. Dann müssen wir das so machen, dass Cock Push ist und Robot ist Move. Jetzt schiebt er halt das Ding darüber, kommt dann wieder zurück, bla 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 bla. Und jetzt sagen wir Cock ist Stop. Das sollte gehen. Meine Güte, hier muss man ja richtig viel hin und her moven. So, Robot ist Move. So, schieb rüber den Scheiß. So, Rock is Win. Er kommt wieder herüber. Jetzt müssen wir ihn woanders hin pushen. So, hallo Roboter, du musst jetzt von hier oben arbeiten. Genau. Und zwar sollst du rüberschicken. Robot ist Push, muss er rüberschicken. Und halt noch ein... Aber er muss sich auch bewegen. Okay, was muss er rüberschicken? Er muss Robot ist Move rüberschicken.
Er muss sich selbst. Er muss sein eigenes. Seine eigene. All meine Rechenleistung fürs Gehirn geht gerade dafür rauf, wie ich das hier mache. Er muss seine eigene Variable hier rüberschieben. So, Robert ist move and. Ja. Black. Black ist Fleck! Nein! Fick dich, warum ist Fleck Fleck? Nein, das war ein perfekter Plan! Ich will nicht, dass Fleck Fleck ist! Black and Walk is Win! Moment! Jetzt ist es Win! Okay, wir müssen nur zur richtigen Zeit da sein! Robot, geh mal ganz nach da hinten. Ja, ja, das finde ich gut. Oh, ich dachte schon, das war wirklich jetzt alles falsch. Moment, Flag and Walk is Win, wir gehen... Wir müssen schon auf der Flagge stehen. Danke! Oh, ich dachte, ich muss alles nochmal neu machen und müsste einen ganz neuen Lösungsansatz finden. Uff. Erleichterung. Erleichterung! Juhu! Okay, diese roten Dinger sind auf jeden Fall Hirnschmelz erforderlicher. Das war's dann aber mit dieser Folge. 30 Minuten. Shit. Level 10 hat einfach 8 Minuten gedauert. Oh Gott, die werden exponentiell länger, diese Level hier. Aber solange, noch funktioniert's. Noch funktioniert's, ich bin da sehr stolz drüber. Gut, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine Parts mehr verpassen wollt, dann lasst auch ein Abo da. Würde mich freuen, ob ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit.